Sicherheitshinweis. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Der ICE 507 Hamburg-München läuft in den Bahnhof Südkreuz in Berlin ein. Nicht gerade fotogen mit der geöffneten Bugklappe. Begleiten wir ihn. Je Wagen gibt es zwei Einstiegsbereiche. Sie sind für Bahnsteighöhen zwischen 550 und 760 mm ausgelegt. Ins Auge fallen die großen Türen. Der Bahnhof Südkreuz gehört zum neuen Fernbahnkonzept Berlins, das seit Mai 2006 in Betrieb ist. Dazu gehört auch die Wiederbelebung der Anhalter Bahn, die einst im Anhalter Fernbahnhof endete. Bis zur Stadtgrenze darf Tempo 160 gefahren werden. Danach sind es 200 km/h. Langsam wird die Geschwindigkeit gesteigert. Hinter dem Führerstand in der zweiten Klasse gibt es 8 Plätze in einem kleinen Abteilbereich. Neu für einen ICE ist die Fahrradmitnahmemöglichkeit. 8 Stellplätze gibt es. Die Anhalter Bahn ist streckenweise schnurgerade. Teile davon sind für Tempo 200 ertüchtigt. Der Sitzabstand in der zweiten Klasse ist mit 856 mm deutlich enger als in den früheren ICE-Generationen. Auch die Gangbreite ist erheblich geringer. Beschwerden gibt es auch über die geringe Anzahl der Fahrradplätze. Oh.
Erfreulich dagegen ist der deutlich gesenkte Energieverbrauch. Gerechnet auf den einzelnen Fahrgast ergeben sich 22% weniger pro Sitzplatz. Verantwortlich dafür ist die höhere Sitzplatzdichte, eine verbesserte Aerodynamik und die moderne Rückgewinnung von Bremsenergie. Inzwischen hat der ICE 507 Leipzig erreicht. Einfahrt in den Hauptbahnhof. Die imposante Halle des Kopfbahnhofs hat in den letzten 100 Jahren schon viele neue Züge gesehen. Auch solche, die schnell gefahren sind, wie die Schnelltriebwagen in den 30er Jahren.